Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Und heute zeige ich euch Walkabout Minigolf auf der Pico 4. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal im Menü hier an. Also hier richtig, richtig schön. Sieht cool aus, eine kleine Pirateninsel. Und ja, wir haben hier einen Übungsbereich, einen Übungsplatz, wenn man möchte, wo man hier halt spielen kann. Und dann gehen wir hier mal nach vorne. Also man braucht nur einen Controller für das Spiel. Und ja, hier haben wir einen Avatar-Monitor oder ja, Editor, wo wir unseren Avatar aussuchen können, weil es ist auch ein Multiplayer-Game. Wir können mit bis zu 8 Spielern können wir das Ganze spielen. Ich zeige euch jetzt alles im Einzelplayer-Modus, weil es ein bisschen ruhiger und einfacher ist. Aber hier könnt ihr wirklich schnelles Spiel, dann steigt ihr irgendwo ein oder macht ein privates Spiel und ja, könnt dann mit bis zu 8 Leuten zocken. Das Ganze funktioniert im Crossplay, also jede Plattform wird hier unterstützt. Man kann halt von Pico zur Quest und so weiter und so fort spielen. Das ist natürlich super. Der kleine Kerl sieht aus wie Guybrush Threepwood. Und ja, kommen wir mal hierzu. Hier kann man sich die Schläger aussuchen, die man haben möchte, welche Farbe. Ich habe soweit verstanden, dass man auf jeden Fall die Bälle hier kann man sich immer wieder neue suchen und die dann benutzen. Ich benutze jetzt erstmal den blauen. Also es gibt verlorene Bälle, die man dann halt ja, benutzen kann. Wir haben hier verschiedene Plätze, Minigolfplätze. Und ja, die haben alle so ihren eigenen Charme. Und ja, das habe ich hier mal gespielt. Kann ich euch später auch mal zeigen. Dann haben wir hier noch was Besonderes. Und die mit Plus, das sind alles DLCs, die man dann halt kaufen kann. Und ja, dann geht es einmal in leicht und in schwer, ne? Immer. Ja, und hier, wie ihr so seht, gibt es hier auch Myst als Platz und so weiter und so fort. Also es gibt hier eine Menge, die ihr euch noch holen könnt als DLC. Ich glaube, die kosten meistens so 2,99, 3,99, irgendwie sowas. Und ja, ich finde es bisher echt cool, das Game. Wir gehen wirklich mal in den Einzelplayer jetzt rein. Dann würde ich sagen, nehmen wir einfach mal die Runde hier. Und eine vorherige Runde wurde nicht beendet. Nein, von vorn beginnen. So. Ja, jetzt sind wir hier in diesem Modus quasi oder auf dieser Map, wo wir eigentlich gerade gestartet sind. Und das Coole ist, wir können halt auch überall hingehen, wo wir wollen, wir können uns alles anschauen. Wenn ich den Trigger drücke, bin ich genau da, wo auch der Ball ist. Und ja, da müssen wir ran. Und egal, von wo ich jetzt schlage, wie groß ich bin, ich komme eigentlich immer zum Ball, wo ich dann auch putten kann. Und versuchen wir es einfach mal. Und ich bin da echt super schlecht drin. So, jetzt drücke ich Trigger und bin sofort da, wo ich hin muss. Einfach. Und hier werden immer die Schläge angezeigt, die man gebraucht hat und so weiter und so fort. So, ich finde das cool, dass man halt hier wirklich überall hin kann. Aber mit den Triggers sind halt doch einfacher. Man kann sich aber schön den Platz hier anschauen. Was sind hier die Besonderheiten? Und kann dann auch zum Ball zurück. Und ich würde einfach mal versuchen, jetzt hier so da lang zu gehen. Was machst du denn? Mann! So, und dann können wir den von da aus ein bisschen einputten. Versuche ich auf jeden Fall. Ich wusste das. Eine halbe Stunde später. Okay. Komm, aber jetzt. Solange der rot ist, kann ich nicht schlagen. Das ist auch ganz gut gemacht. Schon fast peinlich. Triple Boogie. So. Wenn wir da hinten das Schild jetzt treffen, könnte es eigentlich klappen. Ne? Genau, noch Besonderheit, wenn man hier diese anderen Farben sieht, geht es hoch oder runter. Hier geht es jetzt hoch, das sieht man ja ganz gut.
Ah, schade. Schade, hätte klappen können. Aber auch hier, die Maps sehen echt cool aus, muss ich sagen. Hat was. Oh nein. Ja, danke schön. Oh, was haben wir denn hier jetzt? Der teilt sich hier in mehrere Bahnen auf. Die linke wäre, glaube ich, am besten, oder? Ja, ich glaube, die linke ist am besten. Nein! Ah, jetzt kommen wir da unten aus, okay. Richtig blöd. Richtig blöd, glaube ich. Ich glaube, die wäre echt gut gewesen, dann wäre eventuell da gewesen. Okay. Müssen wir jetzt versuchen, da so durchzukommen? Ja, versuchen. Das war genau richtig. Boah, ich dachte, der geht raus. Okay. Ist natürlich, also mit ein paar Leuten mega spaßig dann auch, ne? Wenn man sieht, wieder eine verkackt und kann man sich so ein bisschen aufziehen. Okay. Dahin, da runter und fertig. Okay. Müssen wir nur genau den Dings da treffen, das Schild, ne? Genau. Wie blöd ist das denn jetzt? Hui. Also werde ich keine Rekorde brechen. Oh, oh nein, das kann doch nicht sein. Aber wenn die Community Bock hat, kann ich mir vorstellen, dass man mal so einen wirklichen Livestream macht mit ja, bis zu 8 Leuten. Könnte man da mal zusammen zocken. Ich versuche wirklich hier am Rand zu bleiben. Boah, wenn der jetzt reingeht, dann schrei ich und jubel ich. Natürlich nicht. Immer dieser Druck. Ein Birdie. Birdie sind, glaube ich, wenn man zwei nur braucht, zwei Schläge, ne? Oh, was haben wir denn hier? Ah, okay. Also das hintere Loch wäre besser. Ah, ist echt cool. Ja, der hat zu lange Minigolf gespielt, der Kollege. Okay. Wenn ich hier reinkomme, könnte er sofort reingehen, glaube ich. Komm. Oh, dein Ernst jetzt? Ah, guck mal da. Ah, guck mal, jetzt kann ich auf den Button kann ich mir das ganz groß anschauen, diese Insel. Mega. So, ich habe jetzt gerade einen verlorenen Ball gefunden. Jetzt muss ich mal gucken. Der war da. So. Wie kriege ich den verlorenen Ball? Das ist komisch. Okay, machen wir weiter. Okay, das ist ja ein richtig komischer Parcours. Gar nicht so schlecht. Hätte natürlich auch direkt so hier rumgehen können, aber
Naja, ein bisschen mehr Kraft hätte ich schon gebrauchen können. Ach, guck mal. Wo geht's jetzt hin? Oh je, der ist aber. Guck mal, das ist auch wieder ein. Ich will mal Trigger drücken zum Aufheben. Okay. Keine Ahnung, wie man die dann nimmt. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ihr kennt euch da wahrscheinlich besser aus. Oh nein. Okay, komm, geradeaus. Yes. War nicht so schlecht. Nein! Was will man mehr? Ein Triple Boogie. So, der geht da rein. Und geht dann da wahrscheinlich raus, oder? Ah, da. Okay. Also, es hilft nichts. Wir müssen da rein, um schnell durchzukommen. Oder man schlägt halt relativ schnell. Ah, komm. Ja, ist auch gar nicht so verkehrt. Kriege einiges an Speed. Oh. Warum? Ist das peinlich, Mann. Du da rein. Du da rein. Komm. Guck mal, jetzt paar L. Mal die ganze Dings angucken. 2, 5, 3, 5, 5, 2, 3, 4, 4. Boah, ist das schlecht. Ist das schlecht. Okay. Wo ist denn 12? Kann man die Insel auch noch drehen oder so? Nein, ne? Okay. Da hinten ist 12. Okay. Oh, hier muss man jetzt fest, aber auch nicht zu fest wahrscheinlich. Und der muss auf jeden Fall oben bleiben. Boah, der war genau richtig. Langsam wird's doch. Okay, da ist ganz schlecht. Also mit beiden kann ich leben, aber da gar nicht. Okay. Damit gar nicht. Das heißt. Yes. Das ist doch mal gut. Du da rein, ne? Du kennst das. Ich finde die Physik echt gut gemacht. Okay. Oh, das wird schwer, den von da zu machen. Ich versuche es. Ja. Es ist beim Versuch geblieben. Ich habe es noch nicht so drin mit der Kraft. Aber wie gesagt, das ist auch erst mein zweites Match hier. Okay.
Okay, nicht schlecht. Jetzt müssen wir halt von da nach da hinten kommen. Okay, nochmal. Das ist auch schlecht. Wie viel hat man noch mal? Wie viele Schläge? Dann ist irgendwann ist auch vorbei. Komm! Darf doch nicht mal so sein. Ich glaube, das ist mein letzter Schlag jetzt, ne? Müssen wir da zur Kiste. Okay, das haben wir eben von oben gesehen. Finde ich auch nicht leicht. Nein. Genau, das wollte ich nicht. Aber jetzt können wir hier schön nach hoch und dann vielleicht senkt er sich dann da. Ja. Aber es sieht auch nicht alles so gerade aus. Da ist jetzt wieder einer. Okay. Oh, der ist schwer. Jetzt haben wir da so einen kleinen Vulkan. Bleib drin! Warum hat er den gerade nicht benutzt? Getroffen. Bleib. Yes. Man könnte ja auch mal direkt treffen, ne? Oh! Nee! Ich habe mir nur gedacht, man muss ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen, sonst landet er auch da im Wasser. Aber das war ja mal geil. Das war ja mal gut. Okay. Der geht hier. Zack, 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 zack. Und bis da runter. Okay. Und dann, okay, bis da. Oder so war ein weiterer Schlag. Okay. Da kommt unser Kleiner. Okay. Kann man sowas mit einem Schlag schaffen? Ich wage es zu bezweifeln. Jetzt wieder viel zu weit weg. Okay. Puh, bleib ruhig, Sebastian. Was war das? Verdammt. Springt er wieder raus? Ja, das war eine Runde. Plus 9. Ich weiß nicht wirklich gut. Aber... Was will man machen, ne? So, jetzt könnte ich euch noch mal was anderes zeigen. Hier war nur mal kurz ein bisschen ab. Ich spiele jetzt nicht noch mal komplett durch hier. Aber hier mal die Map so ein bisschen zeigen. Wir können uns das Ganze mal von oben anschauen. Dann kann ich mich auch hier hinspawnen. Das ist cool. Also man kann hier wirklich sich alles genau angucken. Landet dann auch da.
Es geht bequem über die Button. Also die Maps sind echt cool gemacht. Da kann man echt nichts sagen. Auch ein paar coole Löcher, wollte ich sagen. Also Plätze auf jeden Fall, wo man dann spielt. Das war die Map. Schauen wir mal hier Cherry Blossom an. Dass ihr auch alles mal gesehen habt. Alles so ein bisschen asiatisch dann auch angehaucht. Komm, schauen wir uns mal das Ganze an. Oh ja, wie man schon hört, der Soundtrack ist echt genial. Also das Game habe ich echt Bock, das mal mit der Community zu zocken. Definitiv gerne mal unter die Kommentare ausschreiben, ob ihr da Bock drauf habt. Dann haben wir Arizona Modern, nicht Arizona Sunshine, also nicht zu verwechseln, ja? Aber hier könnten auch Zombies rumlaufen, definitiv. Komm, das probieren wir einfach mal hier kurz, zack. Ah, okay, so ein Trichter, natürlich cool. Also man sieht schon, da steckt schon Liebe im Detail auch drin, in den Maps hier. Doch, macht schon Bock. Jetzt bin ich auf die bin ich auch gespannt hier, aber jetzt zeige ich euch erstmal hier Original Gothic. Das habe ich auch schon gespielt, alleine, um mal ein bisschen zu testen, wie das Ganze funktioniert. Ja, hier haben wir dann auch so Sachen. Da habe ich ein bisschen was vermisst bei dem ersten jetzt. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Das spielt halt super viel in irgendwelchen Gruften und so weiter. Friedhof. Aber fand ich auch gar nicht schlecht. Hier mit dieser alten Burg. Also auch echt extrem gut. Gehen wir mal hier rein. Ja, das ist das letzte Loch hier, was man dann spielen muss. Ja, und wie gesagt, hier kann man richtig viel Spaß haben, wenn man wirklich mit ein paar Leuten spielt. Und wenn es nur zu zweit oder zu dritt ist, aber Minigolf ist ein Spiel, das spielt man nicht alleine. Aber also um euch das zu zeigen, es ist super, das so zu machen im Einzelspieler-Modus. Man kann dann so ein bisschen was erzählen und ihr habt auch gesehen, wie schlecht ich eigentlich bin. Das ist doch geil, oder? Das müssen wir uns jetzt mal von oben angucken. Boah, so eine komplette Raumstation. Wie geil ist das denn? Und immer der passende Soundtrack ist dabei. Mega. Also ich habe das Spiel lange Zeit gesehen, habe es aber irgendwie gar nicht so wirklich auf dem Radar gehabt, bis ich dann wirklich mal den Entwickler gefragt habe, könnt ihr mir einen Key zur Verfügung stellen, um das auf der Pico mal zu zeigen. Und ja, habe ich dann auch bekommen, mit kleinen Anfangsschwierigkeiten, sage ich einfach mal, weil es irgendwie ein Problem mit dem Key gab. Aber mega. Mir gefällt es, ich würde auch gerne eure Meinung dazu hören und würde dann auch hier jetzt das Video beenden. Also mir gefällt es richtig gut, ich habe auch richtig Bock mit euch mal zu zocken, also gerne mal unter die Kommentare schreiben, wenn da Interesse besteht, dann finden wir bestimmt mal irgendeinen Termin, ja, wo ich mal eine private Session eröffne und dann auch mal live streamen, dann kann man ein bisschen Spaß haben. Also auf jeden Fall gerne mal unter die Kommentare schreiben und natürlich auch eure Meinung, was haltet ihr vom Game? Ich finde es cool, die Physik passt einfach. Grafik ist vollkommen in Ordnung für so ein Game, also diesen Look finde ich sowieso gut. Mir fällt aber nie der Name ein, also ich habe den im Kopf, aber irgendwie will der nicht raus. Das hat ja einen bestimmten Namen. Auf jeden Fall, Soundtrack passt, die Physik ist super, also da kann man echt nicht meckern und das Spiel läuft auch super smooth auf der Pico 4. Unterstützt Crossplay für alle anderen gängigen VR-Systeme und ja, das ist das Wichtigste, dass man auch mit anderen Leuten spielen kann, die jetzt nicht nur eine Pico oder nur eine Quest haben, sondern auch gemischt
Ne, dass man gemischt spielen kann, ist ganz wichtig. Ja, ich bedanke euch, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Und ja, Like aufs Video wäre auch echt nice. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.